Es ist geschafft. Nach zwei intensiven Sitzungstagen haben die 13 Mitglieder des Preisgerichts 6 Preisträger gekürt. Insgesamt hatten 29 Architekturbüros ihre Entwürfe im Rahmen einer Ausschreibung eingereicht. Alle Entwürfe waren anonymisiert, sodass die Preisrichter bis zum Schluss nicht wussten, an welche 6 Büros sie die Preise vergeben haben. Den ersten Preis erhielt der Entwurf der Basler Architekten Morga Partner. Es waren 2 harte Tage mit sehr intensiven Diskussionen. Ich habe wieder architektonisch sehr viel gelernt. Aber umso schöner ist es, wenn man dann am Ende von 2 Tagen Diskussion doch sehr harmonisch zu einem weitestgehend einheitlichen Ergebnis kommt. Ziel der Baumaßnahmen ist es, im Rahmen der Ein-Standort-Strategie alle Beschäftigten der Bundesbankzentrale in Frankfurt auf dem Gelände an der Wilhelm-Epstein-Straße zusammenzubringen. Derzeit sind etwa die Hälfte der Beschäftigten an verschiedenen Standorten der Frankfurter Innenstadt untergebracht. Für bis zu 5000 Mitarbeiter wird hier ein modernes Arbeitsumfeld entstehen, das sich flexibel an sich wandelnde Anforderungen anpassen lässt. Ich muss sagen, ich bin auch sehr, sehr froh drum und sehr stolz darauf, dass wir 2 prägende Institutionen auf der einen Seite der Stadt mit der EZB, auf der anderen Seite jetzt die Deutsche Bundesbank, die sich hier weiterentwickelt, dass wir uns als Stadt Frankfurt glücklich schätzen können, solche Institutionen in unserer Stadt zu haben. Das bewegt und interessiert die Menschen. Alle Entwürfe für die geplanten Neubauten auf dem Campus der Frankfurter Zentrale beruhen auf dem Rahmenplan des Architekten Ferdinand Heide aus Frankfurt. Sein Konzept war zuvor im städtebaulichen Gestaltungswettbewerb der Deutschen Bundesbank als Sieger hervorgegangen. Sein Ansatz, den Bestandsbau als Stadtkrone zu belassen und 3 zusätzliche Hochhausscheiben rechtwinklig zum Haupthaus zu errichten. Der erste Preis von Morga Partner ist eine sehr stimmige Weiterentwicklung des städtebaulichen Konzepts von Ferdinand Heide. Und aus meiner Sicht weist er eine sehr klare Struktur auf, erzeugt aber gleichzeitig eine ansprechende Spannung dadurch, dass die Gebäudekomplexe unterschiedlich gestaltet sind. Und insofern gibt er dem alten Hauptgebäude, das ja sinnbildlich auch für die Bundesbank steht und ihre Stabilitätskultur, einen sehr ansprechenden Rahmen, ohne dieses alte Gebäude zu dominieren. Das ganz Besondere ist, dass der Hauptkasse, die in der Mitte steht und die bei vielen Arbeiten etwas unterbewertet wurde, dass da ein zweites Gebäude gegenübergestellt wird, etwa in denselben Maßen, sodass wir so einen Dreiklang haben. Vorne die 3 Scheiben, dann kommen die 2 niedrigen Häuser und hinten wie so ein Rücken das große Haus, das große Bestandshaus. Positiv bewertete das Preisgericht, dass aus namhaften Architekten, Vertretern der Bundesbank sowie der Stadt Frankfurt am Main bestand, auch die wirtschaftlichen Kenndaten. Besonders der gut organisierte Grundriss sorgt für eine hohe Flächeneffizienz. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, weil meine Erwartungen bezüglich der Qualität aller eingereichten Arbeiten übertroffen worden sind. Ich möchte dazu nur sagen, dass wir ernsthaft und tief diskutiert haben, ohne einander tatsächlich zu nahe zu treten oder miteinander im negativen Sinne zu streiten, sondern wir haben uns um die besten Ideen und auch um die besten Inhalte auseinandergesetzt, und zwar im akademischen Sinne. Und das fand ich sehr, sehr gut heute. Die Deutsche Bundesbank ist die Zentralbank Deutschlands. Sie wurde 1957 gegründet und hat ihren Hauptsitz seitdem in Frankfurt am Main. 1969 wurde das Richtfest auf dem Gelände der Wilhelm-Epstein-Straße gefeiert. Das Haupthaus, das architektonisch der klassischen Moderne zuzuordnen ist, soll im Rahmen des Campusprojekts umfangreich saniert werden. Mit der Sanierung und dem Neubau bekennt sich die Bundesbank klar zum Standort Frankfurt. Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt zeigt alle Entwürfe vom 16. Juli bis zum 18. Oktober öffentlich. Der Eintritt ist frei.